Sydney, Kampf gegen den Feuersturm. Ein Sat.1-Extra zum großen Feuer in der Olympiastadt. Sat.1-Reporter berichten live und ausführlich von der größten Brandkatastrophe der australischen Geschichte. Am Montag um 22.10 Uhr. Gleich nach Bitte melde dich. Guten Abend, die Top News. Konferenz. Zur Stunde beginnt auf dem Bonner Petersberg die Konferenz der Präsidenten von Bosnien-Herzegowina und Kroatien, Izetbegovic und Tudjman. Izetbegovics Abflug aus Sarajevo hatte sich verzögert, da die Serben die Startbahn durch Granatfeuer beschädigt hatten. Feuer. Im australischen Sydney haben drehende Winde und sinkende Temperaturen verhindert, dass sich die Brände weiter ausdehnen. 4 Menschen starben bisher in den Flammen, 15.000 wurden evakuiert. Ölpest. Spezialisten haben begonnen, die ölverseuchten Strände von Puerto Rico zu reinigen. Dort war gestern ein Tanker auf einen Riff gelaufen. Etwa 3 Millionen Liter Öl flossen aus. Besuch. Seine erste Europareise begann US-Präsident Clinton mit einem Staatsbesuch in Belgien. Er wurde am Flughafen von dem belgischen Ministerpräsidenten begrüßt. Morgen nimmt Clinton am NATO-Gipfel teil. Ausführliche Nachrichten um 7:15 Uhr. Bis dann.